Meiner Meinung nach ist diese Entscheidung zur Lieferung von Kampfpanzern an Selenskyj eine falsche Entscheidung, denn sie dreht nur die Kriegsspirale eine Schraube weiter. Und wieder werden deutsche Panzer gegen Russland rollen. Das haben dort viele Menschen noch in ihrem Gedächtnis und nicht in einer guten Erinnerung. Zweitens, bei diesem Krieg, der so unnötig ist, der niemals hätte zustande kommen dürfen in der Ukraine gegen Russland, da geht es um die Verschiebung von Grenzen. Da haben Sie völlig recht. Die NATO verschiebt ihre Grenzen seit mehreren Jahrzehnten immer Richtung Russland, und zwar in die Nähe der russischen Grenze. Die Russen sind abgezogen beim 2+4-Vertrag. Sie verfälschen doch die Geschichte. Sie belügen doch die Menschen in unserem Land. Die Amerikaner sind nicht abgezogen, sondern die haben ihre Truppen überall stehen lassen und ausgedehnt. Machen NATO-Osterweiterung nach dem anderen.